Hallo, hier ist Mareile mit dem Geldgarten und heute geht es um ein Wand-Diagramm, mit dem ihr euren Fortschritt hin zur finanziellen Unabhängigkeit verfolgen könnt. So, die Idee, die ich euch heute vorstelle, kommt aus diesem Buch, Your Money or Your Life. Auf Deutsch heißt es Mehr Geld für mehr Leben von Vicky Robin und Joe Dominguez. Das ist ein Buch, das mir selbst sehr viel weitergeholfen hat. Es ist ein bisschen verallgemeinert geschrieben, aber doch sehr viel gute Ideen da drin. Es geht praktisch um die Idee der finanziellen Unabhängigkeit, aber das ist ein Buch von 1990er Jahren ungefähr, in denen diese beiden Menschen schon aufgeschrieben haben, wie man durch mehr zu verdienen, als man ausgibt und den Unterschied anzulegen, langsam aber sicher finanziell frei werden kann. In dem Buch wird weniger darauf gepocht, dass man ein Budget halten muss, also sich Grenzen setzt, wie viel man pro Monat ausgibt, sondern die Idee in diesem Buch ist, dass man einfach akribisch aufschreibt, wie viel man einnimmt, wie viel man ausgibt, um dann selbst wahrzunehmen, wo vielleicht zu viel ausgegeben wird und wo man sich besser ein bisschen zurücksetzt und eben auch mit weniger glücklich und zufrieden auskommen kann. Und der zweite Gedanke aus dem Buch ist dann, das aufzuschreiben. Also, was ihr hier seht, sind drei Linien. Die erste Linie, die höchste, hoffentlich, ist dein Einkommen. Dieses liegt hoffentlich über deinen Ausgaben. Das ist die zweite Linie. Und hoffentlich vergrößert sich der Abstand zwischen diesen beiden Linien, sodass du im Laufe der Zeit immer mehr Geld auf die hohe Kante legen kannst. Und die dritte Linie ist dein sogenanntes Investment Income, also dein Einkommen aus Investments. Dein passives Einkommen, zum Beispiel aus ETFs. Und auch dieses steigt mit der Zeit, denn je mehr du Erspartes anlegst, desto mehr passives Income kannst du daraus theoretisch generieren. Die ganze Idee dann weitergedacht, führt dazu, dass du hoffentlich in deinen Linien eine Art Trend erkennen kannst. Vielleicht geht das Einkommen hoch, die Ausgaben gehen herunter. Und hoffentlich, in der wirklich weit entfernten Zukunft, zumindest in meinem Fall, ist es dann so, dass sich die Linien kreuzen und deine monatliche Ausgaben genauso hoch sind oder vielleicht sogar tiefer sind als dein passives Einkommen. Und an diesem Crossover-Point bist du finanziell frei. Das heißt, du kannst deine Ausgaben aus deinem passiven Geldquellen decken. Und so kannst du die Idee der finanziellen Unabhängigkeit in etwas sehr Greifbares verwandeln. Etwas, wo du wirklich sagen kannst, ja, das wird noch eine ganze Weile dauern, aber irgendwann in meinem Leben kommt der Punkt, an dem ich es geschafft habe. Und das ist nur eine begrenzte Zeit, bis ich dort ankomme. Ich selber habe auch so ein Wanddiagramm angefangen. Bin aber definitiv nicht so akribisch dabei, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Denn meine Wandchart ist hier von November 2016 bis Mai 2018. Denn in dem Moment, wo ich angefangen habe mit dem YouTube-Kanal letztes Jahr, hatte ich mir die ganze Zeit vorgenommen, ja, ich mache das, ich fülle das weiter aus, aber mach da ein Video rüber. Und jetzt kommen wir endlich dazu. Ist also auch gut. So, das Wichtigste, um die Tabelle einzufüllen, sind natürlich eure Notizen über eure Ausgaben und Einnahmen in den verschiedenen Monaten. Ich mache das Ganze in meinem Bullet Journal und habe hier, für die letzten drei Monate zumindest, fein säuberlich alle Ausgaben in dem gegebenen Monat aufgeschrieben und übertrage dann diese Ausgaben, die dort nicht kategorisiert sind, am Ende des Monats in eine Übersicht, in der ich für jede Kategorie weiß, wie viel ich ausgegeben habe und habe gleichzeitig auch meine Einnahmen von dem Monat, sodass ich da ganz klar die Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben sehen kann. Nun ist das Problem, dass ich für eine ziemlich lange Zeit, nämlich von Februar 2019 bis August 2019, leider diese Aufzeichnung nicht gemacht habe. Weder hier noch in Good Budget, dem Online-Budget-Programm, was ich benutze. Das heißt, für diese Monate habe ich tatsächlich nur die Ausgaben. Und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los, fülle das ein bisschen ein. Und für die letzten drei Monate habe ich immerhin auch die Einnahmen, weil ich damit wieder angefangen habe. Und
los. So ihr Lieben, so schaut mein Wandschatz jetzt aus. Was man ganz klar sieht, ist, dass ich eigentlich ein stabiles Einkommen habe von etwa 2.100 Euro, ungefähr hier. Und dort dann immer hin und wieder Extrazahlungen, Steuerrückerstattungen oder Weihnachtsgeld oder so, das Ganze rausreißen. Aber eigentlich ist sind meine Einnahmen stabil. Und dazu dann eben die Bewegung meiner Ausgaben, die leider hier ziemlich hoch waren aufgrund von Krankenhauskosten. Aber an sich mit ein bisschen Fantasie einen Trend nach unten haben. Aber auch nur mit ein bisschen Fantasie. Ehrlich gesagt zeigt mir dieser Chart, dass ich noch ganz schön an meinen Ausgaben arbeiten kann und sie verringern sollte. Und das andere, was eben noch dazu kommt, ist hier die blaue Linie. Die habe ich jetzt noch nicht eingefüllt. Hier seht ihr eine kleine 156, das heißt, damals habe ich mir die Mühe gemacht, es zu berechnen, wie viel Geld ich pro Monat aus meinen Anlagen entnehmen könnte, um nachhaltig immer noch weiter diese gleiche Summe aus meinen Anlagen entnehmen zu können, ohne Angst zu haben, dass mein investiertes Geld insgesamt absackt. So. Das war's hierzu. Wie gesagt, das ist ganz, ganz einfach. Hier sind einfach nur von 1 bis 3.500 Euro die Summe des Geldes aufgeschrieben und hier die Monate. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und habt ein schönes Wochenende. Tschüss!